Wer hatte nochmal die bescheuerte Idee mit den Videos? Daniel, solange es keine Jugendtreffen gibt, könntest du ja Videoimpulse für die Jugendlichen machen. Das kriegst du doch bestimmt super hin. Hallo. Yo, hier ist wieder euer Daniel mit dem neuesten. Hallo. Is it me you're looking for? Peace geht raus. You're all I ever wanted, and my arms are open wide. Servus zusammen, ich bin gerade in der Konstanzer Innenstadt auf dem Weg zur Arbeit. Hier ist normalerweise mega viel los, aber im Moment ist einigermaßen tote Hose. Ich finde es gut, weil das heißt, dass die Leute die Corona-Schutzmaßnahmen ernst nehmen und zu Hause bleiben. Ich finde es aber auch ein bisschen gruselig, fast so ein bisschen wie in dem Film I Am Legend. Ich weiß nicht, ob der euch ein Begriff ist. Ist dein Gemüse. Nicht nur rumschubsen. Ist es. Das ist kein Spiel. Morgen, Hank. Ich bin die G-Titel schon halb durch. Ja, als sie den Film damals angekündigt haben und gesagt haben, sie machen einen Film über einen Mann, der als einziger die Zombie-Apokalypse überlebt, habe ich mir gedacht, geil, ja, den schaue ich mir auf jeden Fall an. Super Story, außergewöhnlich. Und dann kam irgendwann der erste Trailer und der hat bei mir zwei Fragen aufgeworfen. Erstens, wer um Gottes Willen hat sich diesen Titel ausgedacht? Ja, I am Legend. Ich bin Legende, das macht grammatikalisch überhaupt keinen Sinn und klingt auch einfach scheiße. Und zweitens, warum mussten sie unbedingt diesen süßen Kerl mit einbauen? Die ganze coole Idee von dem Film, ja, von dem einsamen Wolf, der sich alleine durchkämpfen muss, der niemanden mehr hat, die haben sie mit diesem Hund für mich so ein bisschen zerstört. Wenn Will Smith den ganzen Film nun wirklich alleine gewesen wäre, niemanden an seiner Seite gehabt hätte, wäre das wahrscheinlich ein ziemlich deprimierender und harter Streifen geworden. Denn wenn es eins gibt, was wir Menschen nicht gut können, dann ist es Alleinsein. Wenn wir zu lange allein sind, da rasten wir aus. Im ersten Johannesbrief steht, Gott ist die Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott. Und Gott bleibt in ihm. Gott ist die Liebe. Und dieser Gott, der die Liebe ist, hat uns nach seinem Ebenbild geschaffen. Das heißt, auch wir brauchen Liebe. Und echte Liebe heißt immer Gemeinschaft. Es gibt vielleicht ein paar Leute, die vor allem sich selber lieben. I have many friends, many, many friends. Ha, der Donald, der geht einfach immer. Wir brauchen Gemeinschaft. Und eins der Probleme, die der Coronavirus mit sich bringt, ist, dass er uns die Gemeinschaft raubt. Das Ding ist zurzeit ja immer, geht nicht vor die Tür, trefft euch nicht in großen Gruppen, tragt euren Teil dazu bei, dass der Virus sich nicht weiter verbreitet. Das ist auch alles richtig und wichtig. Ich glaube, genauso wichtig ist es, dass wir unseren Teil dazu beitragen, dass wir in Gemeinschaft bleiben, in Gemeinschaft miteinander und damit eben auch in Gemeinschaft mit Gott. Jeder von uns kennt doch irgendjemanden, der jetzt gerade daheim alleine rumsitzen muss. Schauen wir doch, dass wir uns alle paar Tage ein paar Minuten Zeit nehmen, um so jemanden anzurufen. Tragt euren Teil dazu bei, dass wir Menschen in Gemeinschaft bleiben. Dann sind wir, wenn die Krise vorbei ist,
nicht nur virenfreie Menschen, sondern auch seelisch noch gesund. Ich glaube, das wäre gar nicht so schlecht. In dem Sinne wünsche ich euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Servus. All of my friends, so many. Steve, I see over here. Marco Rubio is a very, very good friend of mine. Tom Brady's a friend of mine. My friend Elton John.